So sehen sie angewandt aus. Meine Top-Favoriten aus der Drogerie, Make-up für ältere Frauen. Ich hätte auch sagen können, ein Sommerlook für uns Junggebliebene. Los geht's! Ich starte mit dem Luminous Primer. Der ist von Maybelline und der hat besonders viel Feuchtigkeit und glättet eure Haut. Den gebe ich mir jetzt hier erstmal auf den Handinnenrücken. Dann nehme ich hier meine Make-up Brush und verteile mir das jetzt erstmal schön an den Stellen, die so ein bisschen mehr Feuchtigkeit brauchen, die so ein bisschen vielleicht trockener sind, auch jetzt hier so unter den Augen, schön auf die Stirn, auch nochmal über den Mund und die kleinen Fältchen rund um den Mund, Übergang zum Hals. So macht das schön smooth. Und Luminous, ihr seht das, hat so ein bisschen Glanz und lässt das Make-up gleich so ein bisschen schöner auf der Haut aussehen. So, ja, heute meine Favoriten für ja, die etwas reifere Haut aus der Drogerie. Und ja, ihr wisst, ich wechsle ja immer sehr gerne mal. Einfach auch, weil viele von euch halt auch gerne in der Drogerie einkaufen und nicht unbedingt sehr viel in High-End investieren möchten. Und ja, das ist jetzt der Concealer. Den mag ich super gerne. Das war im Übrigen mal eine Empfehlung einer Zuschauerin. Ich bin tatsächlich dabei geblieben. Das ist die Nummer 4 von NYX. Das ist ein Concealer mit einem Serum. Und den gebe ich mir jetzt hier einmal in die Augeninnenwinkel. Und ziehe das gleichmäßig sogar hier an meiner Nase etwas nach unten durch und gebe so im inneren Bereich meines Gesichtes so ein bisschen mehr Strahlkraft und Ausdruck. Denn ich werde das jetzt gleich miteinander verblenden mit dem Make-up, was ich gewählt habe. Und das kommt dann in den äußeren Bereich. Das macht das Gesicht gleich schmäler, lässt den Blickpunkt auf den inneren Bereich, lässt es dann halt hier strahlen. Und ja, das wirkt halt besonders schön. Gehe hier auch nochmal etwas über die Nase und hier so ein bisschen an dem Kinn, wo ich auch etwas aufhellen möchte. Und dann nehme ich mir, das ist die Nummer 5N, das ist der Perfect Match. Das kennt ihr, auch einer meiner Lieblingsfoundation aus der Drogerie. Ich finde, dass sie super, super harmoniert mit einer reifen Haut. Gebe ich mir jetzt auch erstmal hier auf den Handrücken und verblende mir das von der Seite einmal erst in die Mitte und zwar auf die Stellen, die in der Regel auch immer so ein bisschen gerötet sind. Nimm noch mal ein bisschen nach. Ich mag es nämlich nicht, wenn man zu viel Make-up im Gesicht hat. Das lässt gerade bei den größer werdenden Poren im Alter so ein bisschen maskenhaft aussehen. Und deshalb benutze ich es wirklich nur da, wo ich meine, dass ich etwas Deckkraft brauche. Den Übergang zum Ohr ein bisschen. Aber wie gesagt, also das ist nur punktuell und wirklich wenig. Und das ist eben das, worauf wir im Alter auch achten sollen, dass wir wirklich nicht mehr zu viel Foundation nehmen oder eine getönte Tagescreme. Aber ich finde, das ist ein Make-up, was wirklich also sehr schön abdeckt, aber überhaupt nicht maskenhaft aussehen lässt. So, das Ganze pudere ich etwas ab. Dann nehme ich immer hier Clean ID, das ist die Nummer 10. Und ich verwende hier diese 5 Pinsel. Da komme ich super gut zurecht. Da ist alles abgedeckt, was ihr an Make-up braucht. Und ja, da könnt ihr mitarbeiten. Hier, den könnt ihr zum Puderpinsel nehmen, zum Contouring, das Rouge auftragen. Hier kann gearbeitet werden mit der Foundation oder halt auch mal Masken aufgetragen werden. Der kleine Pinsel, der ist für den Concealer zum Beispiel oder kann auch für die Augen benutzt werden, für die Augen und für die Augen für den unteren Bereich. So, dann etwas von dem Puder. Da gehe ich jetzt auch nur in der T-Zone hier über den Bereich, sette so ein bisschen unter den Augen hier oben. Aber decke gar nicht zu viel ab, sondern wirklich nur da, wo ich denke, das ist zu viel. Lass ruhig so ein bisschen Glow, lass ruhig so ein bisschen Glanz. Das ist ein ganz feines Puder. Gibt es auch noch in der Nummer 25, das ist so ein bisschen peachy. Wer jetzt so einen roséfarbenen Unterton hat, der kann das auch super gut nehmen
Und da bin ich sehr zufrieden mit. Das nehme ich so für den Alltag. Ja, dann gehe ich weiter mit dem Contouring ganz schnell. Und zwar, das finde ich auch ein super Stick. Der ist auch von Maybelline. Da ist es so, dass ihr eine helle Seite, eine dunkle Seite habt. Die helle Seite, da lifte ich mir mit der dunklen Seite lasse ich zurücktreten. Das heißt, ich gebe einmal, ich fange hier erstmal an mit dunkel an der Kinnlinie. Einen hellen Strich jetzt hier an den Mundwinkel, dunkel wieder hier an den Konturen, dann hier an der Nase wieder den helleren, hier einmal heller und hier einmal dunkel und hier oben noch einmal dunkel. So habe ich hier so einen Bereich, den ich mir jetzt so im Oval male. Sieht ein bisschen aus wie Kriegsbemalung, aber wie gesagt, lässt sich schön verblenden. Ich nehme erst die hellen zum Verblenden. Das liftet mir hier alles nach oben. Das geht in 2 Minuten. Dann drehe ich den Pinsel nochmal um und nehme hier die dunkle Seite. Gehe hier nochmal am Hals entlang. So ein bisschen nach oben hier. Hier auch nochmal so ein bisschen alles nach oben. Und dann habt ihr in 0, nichts ein liftendes Contouring, was ihr wirklich mit diesem Stift hier super gut nachmachen könnt. Und das Creme, das spielt euch halt auch in die Karten, denn Creme ja, ist natürlich immer für eine reifere Haut etwas besser. Nochmal mit den Händen, nochmal hier so rüber, schauen, dass alles gut verteilt ist. So, dann geht es weiter mit, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, den Strobing Stick. Den liebe ich auch. Da mache ich mir noch so ein bisschen Glow hier an den Seiten. Hier so ein bisschen in dem Bereich über die Nase, hier oben und hier. Dann nehme ich auch wieder meine Brush, schön verteilen. Und ihr seht, das gibt so einen richtig frischen Teint. Und ja, das macht uns halt einfach so ein bisschen frischer, freundlicher und legt sich auch jetzt nicht so maskenhaft auf die Haut. Ganz, ganz sparsam mit den Produkten umgehen, weil ihr ja mehrere übereinander tragt. Und ja, einfach, wie gesagt, lieber nochmal nachmachen, als dass es zu viel ist. Dann werde ich immer wieder gefragt, Augenbrauenstift. Für die Älteren unter uns ist es so, die meisten haben ja dann hier hinten in dem Bereich vielleicht schon Augenbrauen, die ein bisschen fehlen. Und das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist nämlich ein Wachsstift und den solltet ihr auch nicht zu dunkel wählen. Der hat einmal auf der einen Seite hier so eine abgeschrägte Form und auf der anderen Seite das Bürstchen. Dann könnt ihr mit diesem Wachsstift, und das ist halt eben die Besonderheit, auf der Haut malen. Und ja, dann könnt ihr eben eure Form nachzeichnen und es hält. Und dadurch, dass es Wachs ist, habt ihr auch gleich ja, eine Möglichkeit, die Härchen so ein bisschen nach oben zu liften, sodass sie einfach auch bleiben. So, ich gehe erstmal einmal runter, strichle mir einmal erst hier so die Kontur nach. Dann teste ich schon mal, ob das gleichmäßig ist. Dann gehe ich unterhalb der Augenbraue entlang. Hier vorne hat man meist auch ein bisschen weniger. Dann kann man auch hier noch mal in den Bereich so reingehen und immer schön verblenden. Und ja, für diejenigen, die hier die Härchen nicht mehr haben, könnt ihr schön auch auf der Haut entlang gehen und vielleicht die wenigen noch vorhandenen Haare so ein bisschen mit integrieren. Das ist also wirklich eine gute Empfehlung, wenn da so ein paar Härchen fehlen. So, dann die andere Seite. Kämme ich zuerst ein bisschen runter. Dadurch, dass der hell ist, ja, lässt er sich, wie gesagt, so ein bisschen schöner in die Form mit einarbeiten und wirkt halt auch nicht so maskenhaft. Dann kontrolliere ich das nochmal, ob das einigermaßen hier auf einer Höhe ist, dass sie einigermaßen gleich anfangen. Könnte jetzt hier auf der Seite nochmal ein kleines bisschen nach vorne gehen und dann mit dem Bürstchen schön nach oben kämmen. Weiter geht es mit dem Primer. Ich werde oft gefragt, wie sieht das aus bei Lidschatten? Der Primer, ist der wichtig? Also, ihr solltet darauf achten, wenn die Haut am Auge etwas reifer ist, dass ihr auch etwas habt, was nicht nur eben den Lidschatten haftbar macht. Dann ist es halt ganz gut, dass er nicht in die Fältchen reinkriecht und den ganzen Tag hält. Er darf auch ganz, ganz leichte Schimmerpartikel haben und er braucht auch Feuchtigkeit. Und da habe ich jetzt entdeckt hier von Artico. Das ist ein Primer, der ja in so einem kleinen Döschen ist. Der hat minimal
kleine Schimmerpartikel, kein Glitzer in dem Sinn, aber schimmert ein wenig. Und den gibt man sich einmal erstmal auch hier auf den Handrücken. So, dann nehme ich den mit den Fingern. So ist er jetzt vom Farbton und gib den mal gleichmäßig über das bewegliche Lid und ziehe den auch so ein kleines bisschen nach oben. So macht ihr euer Auge schon mal ein bisschen gleichmäßiger. Und wer den von euch kennt und schon mal probiert hat, merkt also oder weiß, dass er halt auch so eine ganz schöne, glattgezogene Haut macht. Und ihr auch dann schon mal kleine geplatzte Äderchen und so durch den Farbton einfach ausgleichen könnt. Ich gehe noch mal ein Stückchen nach vorne. Also der schimmert ganz minimal und macht das Auge einfach gleichmäßiger und aufnahmefähiger für den Lidschatten gleich. So, die andere Seite noch. Das pudere ich ganz minimal nochmal ab. Ja, und wir machen ja heute ein Sommer-Make-up. Im Sommer ist es immer so, da sieht es ganz toll aus. Ihr seid gebräunt, ihr braucht frische Farben. Peachy-Töne sind sowieso immer für die reife Haut besonders toll. Das heißt, das lässt uns strahlen. Und ja, dann habe ich hier von Trended Up Nude Mode diese Palette entdeckt. Ich zeige die euch. Die trage ich im Übrigen wirklich jetzt rauf und runter die letzten Tage. Das sind ganz, ganz tolle Farben und ja, ihr könnt als allererstes einmal für das Rouge hier diesen orangenen Ton benutzen zum Beispiel. Das mache ich auch, denn so ein Peachy-Ton macht immer frisch, der passt also zu einer reifen Haut, macht sie einfach ein bisschen jünger, frischer. Also wie gesagt, der Peach-Ton ist optimal für unser Alter. So, da gehe ich einmal rein. Dass es jetzt nicht zu viel ist, klein bisschen abklopfen und ja, da kann man den Lidschatten wirklich toll schon als Rouge benutzen. Ich bin auch ein Fan, wenn man so Multifunktionspaletten oder so hat, dass wenn man in den Urlaub fährt zum Beispiel, man gar nicht so viel mitnimmt. Man könnte sogar als Contouring und Highlighter auch die zwei Töne benutzen. Aber wie gesagt, also das hier jetzt schon mal im Sommer auf der gebräunten Haut als Rouge, also das kommt wirklich super schön raus und das lässt euch wirklich frisch erscheinen. Dann wähle ich als erstes, um das Augenlid optisch ein bisschen anzuheben und größer zu machen, schon mal hier diesen hellen, irisierenden Champagnerton. Und den gebe ich mir hier auf das bewegliche Lid. Da gehe ich auch so ein klein bisschen in den Augeninnenwinkel. Nehme mir dann hier den äußeren Ton. Das ist so ein ganz warmer, heller Braunton. Damit arbeite ich jetzt von außen am Auge entlang, ziehe das so ein bisschen über die Lidfalte rüber, seht das hier so? Also einmal am Augenwinkel zur Mitte und ein wenig über die Lidfalte drüber. Nimm mir dann den kleinen Pinsel und gehe hier nochmal am unteren Auge entlang und setze das jetzt nur so in diesen Augenaußenwinkel von unten. Und nehme mir dann hier die Eckverbindung und zwar gehe ich dann in den dunklen Ton, setze mir den auch nochmal hier in die Ecke. Den lasse ich erstmal so, denn dann nehme ich mir das Orange und dippe das einmal hier rein und verblende mir von außen nach innen mit diesem Ton. So, seht ihr das? Jetzt wird das alles schön miteinander verblendet und wird ein bisschen softer gemacht. Und ihr habt ein richtig schönes Make-up und Augen-Make-up für den Sommer. Was jetzt so diese frischen Aquafarben, Orange und alles unterstützt. Dann würde ich nochmal vorschlagen, und zwar, das ist von NYX. Ein ganz, ganz toller, neuer, ja, habe ich ganz neu entdeckt, Kajalstift. Und zwar ist er in einem ganz schönen, warmen Braunton geeignet für den Sommer und der hat minimal Glitzerpartikel. Ich gebe den mal hier auf die Hand. Weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Geh mal so ein bisschen nach vorne und ihr seht, also hier am Ende ist das schon so angedeutet, dass da etwas Glitzer mit drin ist. Und ein schöner warmer Ton, den gebe ich mir jetzt nochmal über das bewegliche Lid und ganz leicht hier einmal unten drunter. Den könnt ihr sehr gut verwenden, weil er das Auge jetzt nicht so klein macht. Durch den Ton
der nicht zu dunkel ist als Braunton, lüftet er jetzt auch so ein bisschen. Und wer es ein bisschen schimmriger auch für den Abend noch haben möchte, der kann auch noch diesen Ton hier vorne nehmen. Der hat so ein bisschen mehr Glanzpartikel noch, aber auch nicht zu viel. Er schimmert. Gib den mal hier einmal drauf. Mach mal so einen Swatch. Könnt ihr das sehen? Er schimmert so schön. Und den kann man dann auch noch, wenn man möchte, für den Abend einmal hier so leicht drüber geben. Und ja, dann hat man noch so ein bisschen Glitzer, wenn man schön gebräunt ist und am Abend dann vielleicht auch im Urlaub irgendwo sitzt und sich schick gemacht hat. Und dann kann man damit auch das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Ja, Wimperntusche. Ihr wisst, ich habe Wimpern-Extensions, aber das ist eine auch meiner Lieblings-Wimperntuschen aus der Drogerie. Es gibt sie einmal wasserfest und dann gibt es die grüne, das ist die normale. Ja, wenn es halt warm ist, dann schwitzt man halt und da ist vielleicht sogar in den an sommerlichen Temperaturen die wasserfeste die bessere Wahl. Ihr könnt jetzt unten tuschen, ihr könnt oben tuschen, also das ist eben so ganz nach Belieben. Aber ein Auge, was halt auch immer so einen kleinen Akzent hat mit etwas Wimperntusche, das wirkt natürlich immer etwas größer und die Wimpern machen schon unglaublich viel aus. Und ja, da solltet ihr schon ein ganz kleines bisschen tuschen. Da ich mit diesem Make-up noch ausgehe, tusche ich heute auch unten drunter. Das finde ich macht dann noch mal so ein bisschen Ausdruck stärker. Muss jetzt mal hier so in meinen Spiegel gucken, sonst sehe ich das nicht so gut. So. Und wie gesagt, also das ist ganz nach Belieben. Manche tuschen zweimal, aber ich finde, dass das also wirklich schon sehr, sehr schön ist und das Auge recht gut betont. Dann habe ich noch einen kleinen Trick für euch. Und zwar gibt es hier auch von der Firma NYX. Das ist die Farbe. Jetzt müsste ich mal gucken. Muss ich mal die Brille anziehen? Sekunde. Bronze Schimmer, das war eben jetzt der Kajal. Und ja, jetzt um den Mund so ein bisschen zu vergrößern, gibt es jetzt hier den Nude Trüffel. So, Nude Trüffel gebe ich jetzt um meinen Mund, also um meinen Mund drumherum, und zwar übermale das minimal. Dann entsteht so ein 3D-Effekt und die Lippe wird etwas größer. Ich nehme jetzt keinen Konturenstift in dem Sinne, sondern wirklich vergrößere nur die Lippe. Dann nehmt ihr den Finger und seht ihr, das macht schon so ein bisschen größeren Mund und da kann einfach dann jetzt nur der Lippenstift drauf. Ja, und da habe ich auch einen ausgesucht und zwar ist das von Artico. Ich verlinke das alles unten nochmal und ja, den fand ich super schön. Dreamy Orange, richtig schöner Sommerton. Und den kann man auch sehr, sehr gut, weil er auch ein bisschen schimmert und weil er halt so ein ganz, ganz leichter, cremiger Ton ist, auch ohne Konturenstift nehmen. Den tragen wir jetzt mal auch. Das war mein Sommer-Make-up für Junggebliebene. Ich möchte euch von Herzen inspirieren. Kauft euch mal ein paar frische Farben, macht euch ein bisschen jung und jugendlich, nehmt am Leben teil und seid positiv. Wer jetzt noch gerne eine Foundation für die ältere Haut sieht, ich habe hier oben noch ein Video verlinkt. Ansonsten sage ich wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es macht mir Riesenspaß mit euch. Bis dann, ihr Lieben. Ciao!